Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers, die Xbox Beta. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge, sprich gestern, haben wir unseren coolen Rover, unseren Pickup hier erfolgreich konfiguriert, ausprobiert und ich war dann auch noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Zwar noch per Hand, aber das ändert sich jetzt dann bald, hoffentlich, schnell, irgendwie, irgendwann. Ich habe auch angefangen, die Base ein wenig auszubauen. Also habe da jetzt schon begonnen, eine Plattform zu bauen. Wir haben auch schon ein paar Meteoritenschläge, also Einschläge jetzt relativ nah gehabt. Das heißt, ich muss mich unbedingt darum kümmern, dass ich eine Verteidigung aufbaue. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob die zwei Türme da hinten, ich könnte schwören, ich habe da Windräder draufgesetzt. Jetzt sind sie nicht mehr da. Also entweder sie wurden tatsächlich vom Meteoriten erwischt und sind einfach weggefallen, kaputt gegangen, wie auch immer. Oder ich war so dumm und habe nur die Türme aufgebaut und habe die Windräder noch nicht draufgestellt. In der klugen Voraussicht, dass ich eben demnächst mehr Strom brauchen werde. Denn ich möchte jetzt anfangen, die Produktionsstraße etwas abzugraden. Also die Basis generell abzugraden, denn mit diesen zwei Sachen, sprich Basic Refinery und Basic Assembler, geht einfach nichts weiter. Die Dinger brauchen viel zu lange. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal schauen, dass wir diese zwei Sachen erst einmal stoppen. Wo ist der Basic Assembler? Stopp. Basic Refinery, stopp. So, und jetzt müssen wir anfangen, diese Ressourcen, die sich in diesen Dingern befinden, woanders hin zu transportieren. Das heißt, ich wähle mal als Zielcontainer den Small Cargo Container, wechsle rüber auf die linke Seite und wähle jetzt hier den Ursprungscontainer, sprich den Basic Assembler und klicke alles rüber. So. Warum macht das Survival Kit noch was? Ist das Survival Kit tatsächlich noch eingestellt auf Produktion? Tatsache, das produziert noch was. Okay, das Survival Kit kann arbeiten, das ist mir egal. Small Cargo Container passt. Basic Refinery passt. Basic Assembler, den sollte man leer kriegen. Das heißt wieder Zielordner, Small Cargo Container, rüber auf die rechte Seite. Und jetzt schieben wir da alles mal nach drüben. Gut, das heißt der Basic Assembler ist leer. Dann können wir den schon mal weggrinden. Ich war natürlich klug genug, um vorher schon alles zusammenzubauen, was wir benötigen. Das heißt, ich habe dann natürlich nichts verloren. Ich gebe die Sachen jetzt gleich direkt in den großen Container, machen wir es so. Das werde ich vielleicht mit diesen Sachen auch machen. Das heißt, hier wieder auf mein persönliches Inventar wechseln und einmal alle Bauteile rausnehmen. Den großen Cargo-Container rüber und dann unzählig viele Stahlplatten. Gehen wir auch rüber. Genau. So, jetzt sollten wir keine Bauteile mehr hier drinnen haben, es sei denn eben, genau, Survival Kit baut noch, aber das sollte jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Sehr gut. Dann ist das nächste, was wir auf jeden Fall machen müssen, die Basic Refinery leer kriegen. Das machen wir jetzt wieder so. Zielordner ist Small Cargo Container. Ursprungsordner ist die Basic Refinery. Wir schieben da alles rüber. Perfekt, dann können wir dich jetzt auch zersägen. Werfen da alles hinein. So, in meinem Bildplaner habe ich jetzt drinnen unten rechts eine Refinery, also Standardraffinerie, und einen Assembler, also den großen Assembler schon, nicht Basic. Ich werde mir die jetzt aber kurz wieder rauslöschen, denn ich möchte ja nur eins nach dem anderen bauen. Und anfangen werden wir mal mit dem Assembler. Der ist nämlich ganz wichtig, damit wir eben Sachen bauen können, falls ich was vergessen haben sollte. Die Refinery schmilzt ja nur Erz in Barren, das ist nicht so wichtig jetzt sofort. Das heißt, Assembler
einmal in den Bildplaner. Einmal alle Ressourcen bitte rausnehmen. Okay, angeblich haben wir alle. Und jetzt nochmal bauen. Assembler, genau. So, dieser Assembler hat auf allen Seiten Anschlüsse. Oben, unten und auf den Längsseiten dann sogar mehrere. Und zwar sieht man das schön, sind das hier entweder so kleine Anschlüsse oder ganz normal einen großen Anschluss, wie man hier erkennen kann. Die kleinen Anschlüsse sind letztendlich dafür da, dass man Upgrade-Module anbringen kann, wie Stromsparmodule, Geschwindigkeitsmodule oder Effizienzmodule oder dergleichen. Das heißt, man sollte diese Plätze fast freilassen. Ich werde das Ding jetzt hier dran stellen. Und zwar vorerst einmal so, dass ein großer Anschluss nach vorne schaut. Ich könnte sie eigentlich ein bisschen weiter wegsetzen, weil dann habe ich die Rückseite auch noch frei. Ja. Wir werden das jetzt mal so machen. Wir stellen das eins nach vorne, weil das Ganze hier alles verschwindet sowieso. Das alles hier wird dann am Ende irgendwann weg sein. Das heißt, hier ist der Eingang dann von der Base. Man kommt rein und zack, steht sofort vorm Assembler. Den schweißen wir mal fertig. So, sehr schön. Und als nächstes kommt dran die Refinery. Das ist dann schon ein bisschen was Größeres. Da werdet ihr gleich sehen, das ist nicht ganz klein. Das heißt, alle Komponenten rausnehmen. Ich kann nicht alles rausnehmen, weil es zu viel ist. Aber jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt müssen wir das Ding umdrehen. Und zwar so, dass es richtig steht, bitte. Am besten vielleicht gleich direkt so. Dann nimmt es nicht zu viel Platz weg. Genau. Denn wir haben hier auf der Seite einen Anschluss, damit wir mal bis hierher gehen. Einen Verbinder hier, also eine Kreuzung hier herstellen. Dann nach oben ein Rohr zum großen Cargo-Container und ein Rohr nach vorne zum Assembler, damit alle auf diesen Cargo-Container zugreifen können. So, und schon steht dieses Riesending. Wir haben hier auf der Seite auch noch einen Anschluss. Der wird aber jetzt nicht wirklich interessant sein, weil hier kommt noch eine Mauer hin. Die ganze Reihe entlang. Also, ja. Ist die Seite da drüben irrelevant. Gut, jetzt müssen wir das Ganze irgendwie noch weiter umbauen. Das heißt, ich nehme hier einmal das ganze Eis raus und auch diese Flasche. Leg das alles hier ins Dwellen hinein, sowie auch die Flasche. Die muss ich manuell reinwählen, ja klar. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich zerlege hier den H2O2-Generator und platziere den auch um. Und zwar werden wir den hier da längs nach so platzieren. Genau. Und hier drunter, an diesen Anschluss dran, kommt dann früher oder später unser Medical Room, der ja, schneller aufladen kann und schneller Energie spendet als das Survival Kit. Ebenfalls als Spawnpunkt gilt und Spawnpunkt gewertet wird. Nur hat das Ding den Vorteil, es kann nichts produzieren, somit rutschen uns dann nicht immer Ressourcen in den Survival Kit hinein und das Ding versucht nicht dauernd irgendwie ja, zu bauen. Jetzt müssen wir aber
alle Sachen, die hier drinnen sind, natürlich wegbekommen. Das heißt, wir nehmen mal da die ganzen Erze, so viel ich tragen kann. Legen die in den großen Cargo-Container. Da haben wir noch Kobalt. Perfekt. So, jetzt sind einmal alle Erze in dem großen Cargo-Container. Das heißt, sobald die Raffinerie hier mit dem Cargo-Container verbunden ist, zieht sie sich alle Sachen rüber und beginnt dann alles zum Schmelzen. Jetzt müssen wir nur natürlich alle Barren, die wir aktuell haben, in den Assembler rüberlegen. So. Damit dieser auch was produzieren könnte, falls uns noch was fehlt für die nächsten Schritte. Den Cargo-Container zerlegen wir und fangen jetzt an, da das Förderbandsystem zu bauen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Conveyor Junction, also eine Kreuzung. Die platzieren wir gleich einfach hierher. Schauen wir mal, ob wir die fertig schweißen können. Ja, uns fehlen Motoren. Okay. Schauen wir mal, ob wir da welche haben. Anscheinend ja. Gut, und als nächstes brauchen wir dann eine gerade Röhre, eine Kurve da und eine Kurve hier. Das heißt, wenn wir in den Bauplaner hineingehen, wählen wir aus Conveyor Tube Curved. Nehmen zwei Stück und eine normale Conveyor Tube. Schauen, ob wir da irgendwie Ressourcen haben dafür. Anscheinend nicht genug. Okay, dann fangen wir mal an, die grundsätzlichen Gerüste zu legen. Das heißt, Kurve hier, Kurve hier, Kurve hier. Und schweißen schon mal sowas, soweit wir können. Das, okay. 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 Dann lösche ich jetzt wieder den Bildplaner und setze das neu an. Dich, dich und dich. Und sage jetzt dem Assembler, bitte baue mir das, was mir fehlt. Was ja nicht sehr viel ist. Und fertig, so. Dann nehmen wir uns den Rest hier raus. Erstmal das fertig. Dann hier oben die Kurve. Sobald die fertig ist, startet sofort die Raffinerie. Und dann kann man das hier fertig schweißen. Und der kann jetzt auch auf das Netz zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder wie gewohnt Sachen in Produktion schicken. Warum, weshalb hat man der jetzt eine Röhre zu viel gemacht? Ah, irrelevant. Okay. Gut, wir schauen jetzt einmal ins Inventar und schauen aktuelles Netz, und die Raffinerie hat sich bereits alles rüberzogen, was sie braucht. Das heißt, sie schmilzt schon Uran, Gold, Nickel, Silizium. Silber ist sogar schon komplett durchgeschmolzen. Das ist gut. Das Uran schieben wir mal etwas nach hinten. Weil das ist jetzt nicht so wichtig. Wir wollen ja noch keinen Reaktor starten. Wir schieben die restlichen Ressourcen da auch rüber, die ich da habe. Also restlichen Bauteile. Gut, jetzt fängt das Ding an, Gold zu schmelzen. Danach Nickel, Magnesium, Silizium. Und Kobalt, Magnesium, okay. Dann müssen wir das jetzt wieder so machen. Raffinerie. Large Car Container. Ich hätte gern das Kobalt drüben, genau. Und schieb's eine Stelle nach vorne. Nein, ich schieb's gleich ganz nach vorne. Genau. So, die Flasche könnte ich eigentlich auch in den O2H2-Generator schieben. Wo ist der? Hier ist der O2H2-Generator. Zielordner ist ausgewählt. Und jetzt gehen wir hier auf Cargo-Container und schieben die Flasche einfach rüber.
Und das passt dann schon. Hier haben wir noch Magnesium drinnen mit 1600 Liter. Wie viel Platz passt noch rein in den Refinery? Okay. Kann man eigentlich alles rüberschieben. So, jetzt haben wir kein Erz mehr im Cargo-Container. Der O2-Generator ist so gesehen auch nur mehr mit Eis und einer Flasche voll. Das wirkt ein wenig kompliziert, ich weiß, aber wenn man es dann mal ein bisschen draußen hat, dann ist das eigentlich ganz simpel. Ich werde das jetzt wieder vereinfachen, indem ich hier links auf der Seite nur mein Inventar anzeigen lasse. Auf der rechten Seite kann ich jetzt einstellen, alles was leer ist, soll ausblenden. Gibt es eh nichts Wirkliches. Das heißt, wir haben jetzt hier nur mit den Assembler, in dem sich mehrere Barren und Pulversäcke befinden. Die Raffinerie, die was alle Erze in sich trägt aktuell, um diese dann zu schmelzen. Und drunter der O2-H2-Generator, der am großen Cargo-Container angehängt ist. Und dann natürlich der große Cargo-Container, in dem wir einige Ressourcen oder fertige Bauteile drinnen haben. Das ist eine gute Sache. Mein nächstes Ziel wäre jetzt natürlich, ein Medical Room zu bauen. Einen neuen Spawn-Punkt quasi. Ja, ich habe das da hinten freilassen müssen für das Upgrade-Tool. Also für den Upgrade-Block. Das ist ein bisschen mühsam. Jetzt steht das da irgendwie so blöd hervor. Aber das macht mir nichts. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Medical Room. Der Medical Room benötigt insgesamt nämlich 15 Medical Components, das ist auch noch rauskrieg. Dieses Teil hier hat 3 Medical Components, das weiß ich. Und die restlichen 12 Medical Components kann ich jetzt bauen lassen, da wir schon Silber verarbeitet haben. Wo sind sie? Wo hier? Da, Medical Components, genau. Das heißt, einmal 10 und 2. Es fehlen Silber-Ingots, aber die holt er sich gleich direkt aus dem Container raus. Oder auch nicht, haben wir zu wenig. Ja, AG 5,7. Das ist natürlich doof. Gut, das heißt, ich muss, bevor ich da anfange, anfangen kann, das den Medical Room zu bauen, muss ich auf jeden Fall noch mal Silber organisieren gehen. Jetzt ist die Frage, wo habe ich mir das Silber markiert? AG, bitte einblenden. Das ist irgendwo da drüben gewesen. Genau. Dann lade ich mich. Ha, ich kann mich jetzt gar nicht aufladen mit Hydrazin. Ich depp. Nein. Egal, das schaffen wir schon. Fliegen wir mal darüber. So, und da ist Gold. War da nicht irgendwo auch? Achso, ich depp, ich habe mir Gold markiert. Ich brauche AU. Na, EAG. AG ist Silber. Ja, dann grabe ich mich jetzt da einfach mal blindlings runter. Das wird jetzt wieder laut. Da unten ist ja das Silber, ne, bitte. 40 Meter tief. Wow. So, und das schaut schon schwer nach Silber aus. Wenn ich da jetzt da einfach gerade weiter runtergraben.
Sehr schön. Ah, 2 Tonnen. Ich habe schon wieder relativ viel Stein eingesteckt. Okay, 32 Kilo ist nicht viel. Machen wir weiter. Silber ist halt leider nicht sehr ergiebig. Und da sind wir sogar schon wieder beim Stein angelangt. So, wie viel haben wir denn jetzt eingesteckt? Wir haben fast 7 Tonnen Stein und 1 Tonne, also 7 Tonnen Silber und 1 Tonne Stein. Das heißt, ich werde jetzt noch beim Silber weitermachen. Dann machen wir sich wieder am Weg nach Hause. Ein Beast. Ein Baum. So. Dann werfen wir das auch gleich in die Raffinerie direkt rein. Und sagen, dass das Silber Vorrang hat. Okay, das ist anscheinend nicht mehr genug Platz. Dann werden wir jetzt das retour schieben. Silizium brauchen wir jetzt mal auch nicht so dringend. Stein schieben wir wieder an erster Stelle, dass der schnell fertig ist. Und danach wird jetzt Silber produziert. Das heißt, in der Produktion sollte das dann eigentlich alles anfangen mit dem Medical Component zum Bauen. Das ist schon mal was Gutes. Ich brauche ein bisschen Strom. Ja, während das Ganze schmilzt, werde ich einstweilen. Ich habe mir nicht überlegt, ob ich nicht das Teil hier am Workshop hochladen soll, dass ihr es euch gegebenenfalls runterladen könnt, falls ihr das wollt. Ich habe keinen Plan, ob das interessant ist für euch. Werde ich den kurz nur nochmal umbenennen hier. In den AUT Pickup. Ja, ich will darüber. So. Und jetzt erstellen wir davon einen Blueprint. So, für ein schönes Foto. Blueprint, create Blueprint, confirm. Genau, und gehen auf Publish, dass der gleich nach oben geladen wird. Als Rover. Und die Sache ist erledigt. Nein, ich möchte nicht auf die Seite gehen. Jetzt gibt es diesen coolen, sensationell geilen Pickup zum Runterladen.
Es wird dann noch alternativ geben, ja, andere Schiffe, die ich da hochgeladen habe, wie zum Beispiel die Daedalus oder die Tachi und einen kleinen Space Driller, der nur auf, ich glaube, Ionentriebwerkbasis arbeitet. Das heißt, der funktioniert wirklich nur in Schwerelosigkeit. Aber da könnt ihr euch ja einfach mal anschauen, wenn ihr wirklich Bock habt, irgendwie was runterzuladen. Auf der mod.io-Seite unter meinem Profilnamen findet ihr dort dann eigentlich eh alles, was ich hochgeladen habe. Jetzt schauen wir nach, wie weit. Ich hoffe, dass dies reicht. Ja, sicher reicht das. Na, kein Problem. Du hast ja eh nichts mehr in dir drinnen. Das heißt, wenn hier jetzt diese 15 Komponenten fertig sind. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier sind sie. Jetzt müssen wir noch kurz warten für den letzten Komponent. Ich riskiere es jetzt aber in der Zwischenzeit schon nochmal das hier abzusägen. Gehe auf Medical Room. Platziere das Ding jetzt so am besten. You need interior plates. Du Schwein. Ja, dann sagen wir mal, keine Ahnung. Wobei, haben wir nicht irgendwo welche herumkugeln? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Na dann produzieren wir mal bitte so geschwind 10 Stück. Nur damit ich es überhaupt einmal hinstellen kann. Genau, ich will das Ding so stehen haben, weil dann ist es mit diesem Anschluss da oben verbunden. Jetzt nehme ich dich in den Bildplaner auf. Zuerst einmal löschen. So. Sag, alles rausnehmen. So. Okay, da fehlt noch einiges, dann geben wir den Rest in Auftrag. Ein paar Interior Plates, ein paar Large Grids, Steel Tubes und Large Steel Tubes. Na, das wird noch ein wenig dauern. Aber ja, im Prinzip ist das Teil hier dann eigentlich der Ersatz zum Survival Kit. Ich möchte euch da jetzt nicht mit dem Warten langweilen. Vorteil ist bei dem Ding eben, es ladet viel, viel schneller auf. Sauerstoff, Leben, Energie und auch Hydrazin. Und hier auf der Seite hat man dann ein kleines Pult, wo man seinen Astronauten anpassen kann. Das heißt, man kann dann die Farbe von seinem Astronauten ändern. In der finalen Version dann sogar diverse Skins anlegen, die man finden kann, oder ja, auch sein Werkzeug umlackieren mit diversen Skins oder auch Gewehre umlackieren, wie auch immer, keine Ahnung, was da noch alles gibt. Das ist für mich nur so eine nebensächliche Sache. Aber ja, gleich steht der Medical Room. Ich werde mich aber an dieser Stelle jetzt schon wieder von euch verabschieden. Ihr habt gesehen, den Upgrade der Base. In der nächsten Episode hoffe ich dann, dass ich schon die Hütte quasi fertig habe und vielleicht auch schon anfange, hier hinten Upgrade-Module drauf zu knallen, sowie auf den Assembler-Upgrade-Module draufzulegen. Das sehen wir dann aber alles in der nächsten Episode. Deswegen sage ich jetzt wie immer danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!